Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Lektion. Und das ist eine ganz wichtige, nämlich der Mixer. Denn ohne den Mixer geht gar nichts. Wie auch im Intro schon angesprochen, ist der Mixer die zentrale Schaltstelle eures gesamten Setups. Und jeder DJ wird definitiv einen Mixer benutzen. Hier läuft eben alles zusammen. Und hier ist ja auch die Haupttätigkeit, die er ausübt, nämlich das Mischen von mehreren Tracks. Ja, Mixer nennt man natürlich auch Mischpult, ganz klar. Ist jetzt keine so heftige News. Eben wie schon erwähnt, ist die zentrale Schaltstelle. Ihr könnt definitiv nicht auf dieses Gerät verzichten. Es kann größer oder kleiner ausfallen mit dieser oder jener Funktion, aber die Grundfunktion, dass er wenigstens zwei Decks hat und weitere Funktionen, dass man eben Tracks ineinander mischen kann, die wird jeder Mixer haben. Ja, er verbindet eben alle Zuspielgeräte, sei es jetzt Turntables, CD-Player, Effektgeräte, Laptop, irgendwelche MIDIs vielleicht noch, ein externes Interface und so weiter und so fort. Er verbindet alle Geräte, bündelt dann sozusagen den Sound und leitet diesen dann weiter an die PA, also die Anlage, wo es dann sozusagen nach draußen zum Publikum geht. Ja, es gibt zum einen den Battle Mixer und der verfügt über zwei Kanäle. Nicht mehr, denn beim Battle Mixer, der hauptsächlich von Hip-Hop-DJs benutzt wird, geht es eher darum, dass man den Turntablism ausübt. Also viel findet dann auch eben am Turntable statt und deswegen braucht man viel Platz um die Linefader und den Crossfader. Hier sind keine störenden Elemente wie irgendwelche Drehregler oder andere Buttons und er verfügt eben auch nur über zwei Decks, denn hier geht es nicht darum, wild viele Lieder zu kombinieren und noch eins draufzusetzen, sondern eher mit diesen zwei Tracks was Besonderes zu kreieren, schnell zwischen denen hin und her zu wechseln und dann eher auf den einzelnen Decks immer wieder neue Tracks zu laden und nicht eben parallel sehr viele Tracks abzuspielen. Ja, der Crossfader ist sehr leichtgängig, weil man den ja vor allem auch fürs Scratchen braucht. Und es ist auch ein eher kurzer Faderweg, der wirklich genau auf diese Tätigkeit ausgerichtet ist. Ihr könnt bei manchen Battle-Mixern dann auch den sogenannten Hamster-Switch einstellen. Das heißt, die Zuweisung, sozusagen die Funktion ist umgekehrt. Normalerweise, wenn ihr den Line-Fader von euch wegschiebt, sozusagen hoch, bedeutet das lauter. Und in dem Fall wäre es dann genau umgekehrt. Oder auch beim Crossfader, dass normalerweise links dann auch das linke Deck öffnet, dass dieses Deck zu hören ist und rechts dann umgekehrt. Aber eben der Hamster-Switch kehrt das Ganze um. Das heißt, wenn der Crossfader ganz links ist, hört man zum Beispiel das rechte Deck. Ja, außerdem könnt ihr dann noch die Faderwege noch genauer abstimmen, wie schwergängig soll das Ganze sein und wie ist auch die Lautstärkekurve, soll die linear sein oder auch nicht, derartiges zum Beispiel. Viele moderne Battle Mixer verfügen außerdem noch über weitere Funktionen, wie zum Beispiel MIDI-Pads, die sich vor allem dann für die Live-Performance besonders gut eignen, denn viele Scratch DJs oder Battle-DJs, Hip-Hop-DJs arbeiten mit dem Laptop, weil man hier einen großen Funktionsumfang hat, schnell wechseln kann, eben coole Sachen machen kann. Und da bietet sich natürlich an, dass der Mixer gewisse MIDI-Steuerungen eingebaut hat, um den Laptop gleich mit zu steuern eben. Ja, die andere Mixer-Variante ist im Prinzip der 3-Plus-Kanal-Mixer, haben wir den jetzt mal genannt. Eben alles, was über zwei Kanälen, also mehr als dem Battle-Mixer liegt. Ganz klassisch ist natürlich der 4-Kanal-Mixer, der eben über volle 4 Kanäle verfügt. Hat genauso natürlich auch einen Crossfader, diverse andere Funktionen wie der Battle-Mixer auch. Nur eben der Aufbau, die Anordnung ist wieder etwas anders. Und hier bieten sich natürlich dann deutlich mehr Möglichkeiten, sein Setup zusammenzustellen. Man hat mehr Anschlussmöglichkeiten, eben allein schon die 4 Decks bieten ja die Möglichkeit, über 4 verschiedene Zuspieler dann Musik im Prinzip zusammenzuführen im Mixer.
Und ja, man hat allgemein mehr Platz, um besondere Funktionen wie Filter, mehr bandige EQs, Effekte und so weiter und so fort alles noch unterzubringen. Deswegen haben diese Mixer üblicherweise auch einen höheren eben Funktions- und Effektumfang. Ja, beide Varianten gibt es dann mit eingebauten Audio-Interface oder eben auch nicht. Das heißt eben, es ist eine Soundkarte schon drin oder nicht. Je nachdem braucht ihr dann eben dieses Gerät noch extra. Klar, die Mixer sind dann teurer, aber ihr spart euch auch ein extra Gerät. Normalerweise ist es eben dann zu empfehlen, denn so ist das, euer gesamtes Setup eben handlicher. Und es passt auch sehr gut zueinander, das heißt, das Equipment ist ja wirklich aufeinander abgestimmt. Ja, es ist schneller, einfacher, handlicher. Kommen wir mal zu den Funktionen, eben jetzt erstmal in der Theorie und später schauen wir uns dann den Mixer natürlich nochmal live an. Ja, Gain wird auch Level oder Trim genannt, das ist im Prinzip die Lautstärke. Denn jeder Track hat ja eine individuelle Lautstärke, an den der Output angepasst werden muss. Ihr möchtet ja eine ja, gleichbleibende, allgemeine Lautstärke für alle Decks festlegen. Und deswegen habt ihr zum Beispiel auch noch als Hilfestellung die, oft dieses LED-Level-Meter, das euch ja den Ausschlag dann anzeigt, wie laut ein Track ist. Natürlich benutzt ihr das Ganze ja auch dann mit euren Kopfhörern. Das heißt, ihr hört üblicherweise auch schon, ob der neue Track, den ihr reinmischen möchtet, etwas lauter ist als der aktuelle oder eben vielleicht auch leiser. Und je nachdem passt ihr das Ganze dann an den Deck-Gain an und bringt das Ganze auf eine Lautstärke. Der Gain ist ja aber nicht nur eben am Deck, sondern es gibt ja auch noch den Master Gain und auch den Booth Gain. Das heißt, ihr habt eben ja dann hierfür auch noch die Lautstärke, wie laut ist dann der Output nach draußen oder zum Beispiel auch in eure Booth. Ja, deswegen macht es auch Sinn, dass ihr den Master Gain am Anfang der Veranstaltung beim Soundcheck schon einstellt auf das Maximum. Ihr könnt euch das dann markieren am Drehregler zum Beispiel und ja, sollte dann auch eben logischerweise später nicht mehr darüber hinaus arbeiten, denn ja, sonst kommt es ganz klar zum Schädigung des Gehörs oder es fängt auch einfach an zu klippen und hört sich dann scheiße an. Genau, deswegen seid dann auch vorsichtig, weil ihr könnt natürlich, wenn ihr am Maximum vom Master Gain seid, immer noch, wenn ihr die Deck-Gains zu weit aufdreht, wieder über dieses Maximum hinausschießen. Deswegen stellt es am Anfang alles mal ein, merkt es euch, markiert es euch eben mit dem Deck-Gain, mit dem Master-Gain und schaut dann, dass ihr im Laufe der Veranstaltung nicht darüber hinausgeht. Denn ihr sollt natürlich auch dann nach dem Soundcheck das Ganze wieder ein bisschen runterregeln, damit ihr noch zu Beginn der Veranstaltung die Möglichkeit habt, euch im Laufe der Veranstaltung mit der Lautstärke zu steigern. Den Booth-Gain, den könnt ihr ja immer individuell für euch anpassen, denn der ist auch nur für euch gedacht. Zum Vorhören, zum Mixen, das bekommt das Publikum eben üblicherweise auch gar nicht mit. Deswegen habt ihr da einen eigenen Regler und müsst den auch nicht vorher einstellen. Das werdet ihr selber dann auch im Laufe der Veranstaltung immer wieder an- und ausmachen, lauter, leiser. Deswegen ja, könnt ihr das eben ganz individuell für euch soweit gestalten. Ja, die Drehregler befinden sich üblicherweise am oberen Ende jeden Decks. Das werdet ihr dann eben auch gleich noch sehen, dass ihr es für jedes Deck einzeln einstellen könnt. Plus eben relativ weit rechts oben der Master und der Booth Gain. Wenn ihr in den roten Bereich dieser LED-Anzeige kommt, dann schleunigst da wieder raus. Natürlich haben viele Mixer einen sogenannten Headroom eingebaut, das heißt eine Pufferzone nennen wir das jetzt mal, dass ihr eben nicht ja, übersteuert, nicht ins Klippen geratet, aber auf jeden Fall schaut, dass ihr vielleicht in den orangenen Bereich noch etwas reingeht. Aber den roten Bereich solltet ihr definitiv vermeiden und bei ganz neuen modernen Mixern gibt es sogar eine Anzeige, die euch genau vor diesen Klippen warnt. Aber eben allgemein merkt euch, am besten ist natürlich immer der grüne Bereich, aber öfter möchte man natürlich auch dann gerne mal lauter fahren und deswegen auf jeden Fall orange ist auch noch okay, aber dann auf jeden Fall vorsichtig sein. Ja, denn klar, gerade eben schon angesprochen, beim digitalen Auflegen ist es ja so,
dass dann die Musik, wenn sie übersteuert, anfängt zu klippen, weil die Audiowellen außerhalb des abspielbar Möglichen sind sozusagen und dann werden die Wellen einfach abgeschnitten und ja, das hört sich dann eben kacke an. Dazu auch noch später mehr in der Academy, jetzt nicht zu viel auf einmal. Und das kann natürlich bei analoger Musik vom Plattenspieler zum Beispiel nicht passieren, aber auch die wird definitiv leiden und selbst wenn die Qualität der Musik an sich immer noch stimmt, dann kann es sein, dass euch die PA abraucht und das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, am besten stellt ihr das eben so ein, dass von der Musikquelle erstmal der Output eingestellt wird, wie laut es da rauskommt, dann eben aufs Deck, dass sie hier nicht in den roten Bereich gelangt und das Ganze dann auch nochmal mit dem Master Gain. Kommen wir zum EQ. Das ist üblicherweise ein 2- bis 4-Band-EQ. Der Standard ist so der 3-Band-EQ. Das sind Drehregler, die ja, bieten euch die Möglichkeit, die Frequenzen des Audiosignals deckweise zu manipulieren im Prinzip. 3 sind es üblicherweise eben für die Höhen, für die Mitten und für die Tiefen. Eben nicht einfach nur für den Bass zum Beispiel, sondern generell einfach die Tiefen, also nicht die Bassdrum als einzelnes Instrument, sondern eben diesen gesamten Frequenzbereich. Deswegen müsst ihr auch achten, wie ihr die einsetzt, weil ihr hier nicht einfach einzelne Elemente rausfiltern könnt, sondern eben die gesamte Frequenz dieses Tracks ja, verändert. Ihr werdet den EQ definitiv brauchen für eure Übergänge oder eventuell auch, um ja, euch an die örtlichen Gegebenheiten der PA ja, anzupassen, wenn da vielleicht der Bass etwas zu schwach ist oder umgekehrt vielleicht sogar zu viel. Oder die Höhen sind etwas unangenehm, die kommen zu kräftig rüber, dann könnt ihr da natürlich gegensteuern. Aber eigentlich ist es nur für den Übergang gedacht. Und hier ist es wichtig, dass ihr den immer wieder im Prinzip individuell einsetzt. Es gibt nicht die eine Faustformel, wie man den EQ benutzt, sondern es hängt immer davon ab, wie sind die Lieder aufgebaut, was ist es für ein Genre, auch an welcher Stelle mixt ihr denn gerade rein und das kriegt ihr raus, indem ihr vorhört. Denn wenn ihr dann mehr Erfahrung habt, dann werdet ihr im Prinzip auch merken, welche Manipulationen im Prinzip dann am besten wirken werden. Ihr solltet aufpassen, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr zwei Tracks ineinander mischt, dass nicht von beiden Tracks, wenn sie jetzt schon ganz laut sind, die Bassfrequenzen, also die Tiefen, komplett geöffnet sind, denn das wird in der Regel zu viel sein, das wird dann den ganzen Mix überladen, das wird ein ja, extrem tiefenlastiger Brei. Deswegen schaut, dass ihr eher die Frequenzen ergänzt sozusagen, also wenn ihr zum Beispiel die Tiefenfrequenz von Track 2, der eben neu reinkommt, langsam aufdreht, dass ihr dann auch vom ersten Track langsam was hinausnehmt. Das im Prinzip erst schon mal als grobe Faustformel. Es kann natürlich auch wieder sein, dass der neue Track in einer sehr ruhigen Phase eben in den Mix gebracht wird und das Ganze dann nicht so ist. Aber eben Vorsicht, das ist genauso auch mit den Mitten und mit den Höhen. Da müsst ihr dann auch wieder vorhören und eben schauen, dass ihr ja nicht so einen undefinierbaren Musikbrei erzeugt, der komplett überladen ist, weil beide Tracks schon voll drin sind. Vorhin schon angesprochen, eben der Tiefenregler regelt nicht nur die Basskick oder Bassdrum, eben die Bassline, einzelne Instrumente, sondern natürlich die ganze Frequenz. Ja. Das heißt, ihr manipuliert eben den Track an sich, den Output, deswegen müsst ihr eben wirklich vorsichtig sein, wie ihr das Ganze einsetzt, damit ja, ihr das Lied nicht im Prinzip, also dem Lied nicht den eigentlichen Charakter entzieht. Normalerweise geht ihr mit dem EQ nicht über 0. Es gibt natürlich im Prinzip noch die andere Hälfte über 0. Normalerweise bewegt ihr euch immer in der Hälfte zwischen im Prinzip ganz links und der Nullstellung. Aber theoretisch könnt ihr natürlich auch noch bis ganz rechts. Das ist aber eher verpönt und nicht einfach so, sondern aus gutem Grund, denn ähnlich wie mit den beiden Tracks, bei denen alle Frequenzen voll offen sind, wird es den Track wirklich überladen, es ist unnatürlich, hört sich es dann an und deswegen macht ihr das eher nur, wenn ein Track zum Beispiel noch nicht auf voller Lautstärke ist und ihr einen Bereich dann eben wirklich betonen möchtet oder ihr seid zum Beispiel in einer Phrase in einem Track, bei der
eben auch eine schöne Melodie läuft zum Beispiel, die aber auch nicht so intensiv ist, die ihr dann hier vielleicht noch mit etwas mehr Energie versorgen könnt sozusagen, wenn ihr die Mitten noch etwas aufdreht, über den Nullpunkt hinaus, das Ganze aber eher wirklich dezent einsetzen, seid hier vorsichtig. Wenn ihr dann vorhört, dann solltet ihr auch schauen, dass alle EQ-Regler auf der Nullposition sind, auf der 12 Uhr Position, denn ansonsten verfälscht er ja das Klangbild und ihr könnt gar nicht wirklich einschätzen, passt er jetzt zu dem aktuell laufenden Track, wie hört er sich allgemein überhaupt an. Deswegen schaut, dass ihr hier immer mit der Nullposition vorhört erstmal und wenn ihr euch dann zum Beispiel für den Track entschieden habt, dann könnt ihr in Anführungszeichen wie schon mal den Übergang etwas simulieren, indem ihr den EQ probeweise schon mal verstellt und mal anhört, wie sich das Ganze dann entwickelt. Passt es zum neuen Track oder eben nicht? Wenn ihr den EQ auf die ganz linke Stellung bis zum Anschlag im Prinzip dreht, dann kann es sein, da müsst ihr eben auf euren Mixer achten, dass er eine sogenannte Kill-Switch-Funktion im Prinzip implementiert hat. Das heißt, der EQ wird dann nicht nur in einem bestimmten Maß abgesenkt, sondern die Frequenz wird wirklich komplett ausgelöscht. Alternativ gibt es das Ganze auch zum Beispiel mit einem Kippschalter oder auch mit einem Knopf, den ihr drücken könnt, dass eben ja, der EQ nicht nur in gewissem Maß abgesenkt wird, sondern wirklich komplett ausgelöscht wird. Kommen wir zum Crossfader. Der befindet sich immer unten in der Mitte, also am nächsten an euch dran. Und hier kann man die Empfindlichkeit und den Widerstand normalerweise einstellen. Wenn ihr zum Beispiel scratcht, dann werdet ihr den Crossfader eher hart einstellen, aber trotzdem leichtgängig, dass ihr eben gut damit arbeiten könnt. Aber der Standard ist zum Beispiel auch gerade für die elektronischen DJs unter euch, dass er eher weich eingestellt ist. Das seht ihr dann hier. Und mit etwas mehr Widerstand, dass er euch nicht sozusagen ja, entgleitet. Der Crossfader kann dann auch individuell zugewiesen werden, denn der Crossfader ist im Prinzip ein Schieberegler, der immer zwischen den Decks hin und her switcht. Wie anfangs schon mal besprochen, könnt ihr dann eben zum Beispiel, wenn ihr den Crossfader nach ganz links schiebt, auch die Musik vom linken Deck hören, vom linken Abspielgerät, es sei denn, ihr habt zum Beispiel den Hamster-Switcher aktiviert. Aber es gibt eben auch Mixer, bei denen ihr das komplett individuell einstellen könnt. Das heißt, ihr könnt dann zum Beispiel Deck 1, 2 und 3 oder in unserem Beispiel jetzt hier eben dann nur A der linken Seite zuweisen und der rechten Seite dann zum Beispiel B, C und D. Oder auch einfach nur B und C. Oder eben auch umgekehrt. Also da gibt es dann keine Einschränkungsmöglichkeiten mehr. Da kommt es eben drauf an, was für euch am ehesten Sinn macht. Ihr könnt dann entscheiden, ob ihr den Crossfader zum Beispiel für Übergänge nutzen möchtet oder nicht. Das sind eben die zwei Einsatzmöglichkeiten, entweder für den Turntablism oder für Übergänge. Der Crossfader bietet aber natürlich weniger Einstellungsmöglichkeiten, also weniger individuellen Freiraum zur Gestaltung des Übergangs, denn man kann ihn da im Prinzip nur von links nach rechts oder von rechts nach links bewegen. Und bei den Linefadern könnt ihr ja jedes Deck einzeln im Prinzip dann bedienen, manipulieren sozusagen. Schaut auf jeden Fall, dass ihr euch einen sehr leichtgängigen, aber trotzdem robusten Crossfader zulegt oder eben der Mixer so einen schon eingebaut hat. Alternativ kann man den üblicherweise auch sehr leicht wechseln, wenn er euren Ansprüchen nicht genügt oder auch eben kaputt ist, verschlissen ist. Am besten holt ihr euch einen magnetischen Crossfader, der ist dann eben kontaktlos und ist besonders leichtgängig und besonders genau. Die Hamster-Switch-Funktion hatten wir schon angesprochen, eben zur Umkehrung. Und falls ihr den Crossfader nicht benutzt, dann empfehlen wir euch auch, den Crossfader wirklich auszustellen. Also zum Beispiel auf Through, dass es einfach ganz normal durchläuft. Oder vielleicht hat er einen Knopf, der ihn ein- und ausschaltet. Denn ansonsten kann es passieren, dass ihr eben sehr leicht mal irgendwie beim Mischen an den Crossfader drankommt, bewegt ihn unabsichtlich und auf einmal ist die Musik weg oder es läuft was ganz anderes. Das gilt es natürlich auf jeden Fall zu vermeiden. Als nächstes kommt dann noch der Line Fader. Haben wir auch schon angesprochen, auch Channel Fader zum Beispiel genannt. Also der Schieberegler, der jede
Lautstärke von jedem Deck individuell im Prinzip einstellt. Ihr könnt das in eurem Mix zum Beispiel nutzen, wenn ihr den Line Fader mal kurz runterzieht und schnell wieder hochreißt. Da könnt ihr eben schöne Akzente setzen. Allgemein ist er aber im Prinzip dafür gedacht, eben, dass ihr beim Übergang ganz individuell und ja, passend für jeden Track dann einzeln die Lautstärke einstellt. Ihr könnt ihn eben sanft in den Mix reinbringen und umgekehrt auch wieder hinaus. Schaut dann auf jeden Fall, dass ihr den Linefader des älteren Tracks sozusagen nicht absenkt, bevor der Linefader des neuen Tracks nicht schon komplett oben, komplett geöffnet ist sozusagen. Denn sonst sinkt ja die Gesamtlautstärke logischerweise ab. Und das wollen wir vermeiden, es sei denn, ihr setzt es im Prinzip als besonderes Stilmittel ein. Aber üblicherweise, eben wenn wir jetzt mal nur davon ausgehen, dass ihr mit zwei Decks gerade mischt, dann ist der Linefader von Track A komplett oben, ihr bringt B rein, dann sind beide komplett oben. Ihr werdet dann eben viel mit dem Filter oder EQ-Effekten arbeiten, um das Ganze zu arrangieren. Und dann fahrt ihr Linefader A im Prinzip wieder runter. Die Linefader-Kurve könnt ihr genauso wie die Crossfader-Kurve eventuell bei eurem Mixer individuell einstellen. Die kann eben linear sein, das heißt, ihr bewegt ihn sozusagen über die ersten 50% der Strecke, dann ist euer Track auch zu 50% laut und über die nächsten 50% wird er nochmal die restlichen 50% lauter. Es kann aber auch sein, dass die Linefader-Kurve zum Beispiel so aussieht, das heißt, ihr habt erstmal 80% vom Faderweg, aber erst 30% Lautstärke oder 40% und über die letzten 20% kommt dann der Rest der Lautstärke hinzu. Und so weiter, also da müsst ihr einfach mal schauen, ob euer Mixer das bietet oder nicht. Und auch der Linefader eben lässt sich wieder als Hamster-Switch umstellen, das heißt eben ganz oben ist in dem Fall dann nicht ganz laut, sondern eben komplett leise. Und wenn ihr den Linefader ganz runterzieht, ist er eben komplett laut. Wenn ihr den Linefader beim Mixen im Prinzip noch ein bisschen ruhiger führen möchtet, dann könnt ihr einfach eure Hand auf den Mixer ablegen und den dann im Prinzip ganz ja, gemächlich, sage ich jetzt mal, oder eben sehr kontrolliert bewegen. Denn wenn ihr nur die Hand so habt und es ist gerade eben viel Action, dann kann es sein, dass ihr da vielleicht leicht rumwackelt oder eben nicht mehr genau so ein Feeling habt im Prinzip. Das so als kleiner Tipp am Rande. Und noch eine coole Funktion, die manche Mixer haben, ist der Fader Start. Das heißt, sobald ihr den Fader bewegt, also ihn ein Stück nach oben schiebt, bekommt euer Abspielgerät ein Signal. Hier, der Fader wurde bewegt und dann startet der Track automatisch. Das erübrigt dann eben ein manuelles Starten des Tracks. Ihr müsst nicht jetzt hier extra nochmal Play drücken. Das ist zwar jetzt nicht die größte Herausforderung, aber ist auf jeden Fall cool als nices Feature, wenn man das abgenommen bekommt. Und da müsst ihr dann nur ein bisschen schauen, dass eben die Kanalzuweisung soweit stimmt. Und auch gibt es einige Mixer, bei denen nicht jedes Deck über diese Funktion verfügt. Das müsst ihr dann einfach mal schauen, ob euer Mixer das überhaupt kann und wenn ja, in welcher Form. Auf jeden Fall ein nices Feature. Kommen wir dann noch zum Filter. Der Filter ist im Prinzip ähnlich wie der EQ, denn er manipuliert auch die Frequenzbereiche eures Audiosignals. Eben zum Beispiel deckweise, je nachdem wie ihr es einstellt oder eventuell auch auf den Master, das kommt dann drauf an. Und hier könnt ihr meistens wählen zwischen einem High Pass, einem Bypass, also einer Kombi aus einem High Pass und einem Low Pass Filter und eben dem Low Pass Filter. Außerdem gibt es noch den LFO, das heißt den Low Frequency Oscillator. Das ist im Prinzip ein rhythmischer Filter, der sich an den Song anpasst oder der eben sich daran ja, orientiert an deinem Song. Das ist eben ein Filter mit Resonanzunterstützung. Das heißt, der hebt die Bereiche ohne Cutoff-Frequenz oder ohne Filtereckfrequenzen an. Sprich, er betont die nicht gefilterten Frequenzen, den nicht gefilterten Teil. Wenn ihr zum Beispiel den High-Pass-Filter bedient, dann bedeutet es eben, die Höhen passen by, also eben die werden durchgelassen und der Rest wird eben
weggefiltert. Es gibt da auch keine Norm, nach der Filter arbeiten. Das hängt immer auch von den Herstellern ab, weswegen auch manche DJs einen gewissen Hersteller favorisieren, weil sie die Filter von denen besonders mögen. Das kommt immer darauf an, wie die angepasst sind und natürlich auch, welche Filter eingebaut sind und so weiter. Dann könnt ihr über den Res, das steht eben zum Beispiel auf dem Mixer, den Resonanz- oder den Parameterregler einstellen, wie stark der Einfluss des Filters auf das Audiosignal sein soll. Wenn ihr den Filter auch aktiviert, dann schaut, dass ihr das zum Beispiel an einem Wechsel von einer Phrase macht oder in einem Break oder so. Denn selbst wenn der Filter in Anführungszeichen auf der Nullstellung ist, hat er einen ganz geringen Einfluss auf das Audiosignal. Das wird man eher nur bei sehr großen Anlagen hören, aber auch für euch als Info. Da müsst ihr euch jetzt nicht zu viel Gedanken machen, aber einfach, wenn es in Anführungszeichen gerade reinpasst, dann schaut, dass ihr den Filter so aktiviert, dass man auf jeden Fall nicht hören wird, weil eben vielleicht gerade im Lied sich auch was ändert oder es eine sehr ruhige, stille Stelle vielleicht gerade ist. However, das werdet ihr dann noch sehen. Und dann ist auch noch wichtig, dass ihr den Filter sehr gut mit Effekten kombinieren könnt, wie zum Beispiel dem Gater, dem Echo oder dem Delay, also eben auch Effekten, die den Song sozusagen ein bisschen in die Länge ziehen, ein bisschen verworrener machen. Hier könnt ihr dann auch noch sehr cool mit einem Filter arbeiten und den vor allem dann auch gezielt einsetzen, denn es macht meistens Sinn, den auf einzelne Decks wirklich nur zu fokussieren, als einfach auf den gesamten Output. Denn hier könnt ihr dann eben gerade bei Übergängen die Tracks sehr sanft in den Mix hinein oder eben auch hinausbringen. Logischerweise würde das nicht funktionieren, wenn ihr gerade einen Übergang macht und den Filter auf beide Tracks anwendet, denn dann sind ja auch beide weg, aber wir wollen ja eben nur den einen rausnehmen. Wenn ihr das auf den ganzen Output jagt, dann eher zum Beispiel vor einem Drop oder in einer Break, wo wirklich eben der gesamte Output auch manipuliert werden soll. Deswegen eben, gerade schon angesprochen, eignet sich der Filter eben besonders bei Breaks oder eben einem Drop oder vielleicht auch, wenn ihr monotone Phasen ein bisschen aufpeppen möchtet. Also neben den Übergängen sind das so die Möglichkeiten, wo ihr einen Filter sehr cool einsetzen könnt. Auch hier gibt es natürlich wie beim EQ keine Faustformel. Es ist einfach so, dass ihr das individuell für euch entscheiden müsst. Eben, was sind das für Tracks, was für einen Stil haben die, wie sind die aufgebaut? Ist es eher ein Intro-Outro? Ist es irgendwo mitten im Track und so weiter? Deswegen können wir hier keine generelle Empfehlung geben. Da müsst ihr einfach viel ausprobieren, viel üben und dann kommt es von alleine. Kommen wir zum Q. Der Q ist im Prinzip die Vorhörfunktion. Das ist ein Knopf üblicherweise und wenn ihr den drückt, dann könnt ihr zum Beispiel das Master-Output vorhören oder auch einzelne Decks. Also da gibt es dann an jedem Deck eben auch diesen Knopf oder zum Beispiel auch das Mikrofon. Und ihr könnt dann natürlich entscheiden, ob ihr nur ein Deck hören möchtet oder ihr wählt mehrere aus, dann hört ihr logischerweise auch mehrere, ganz einfach. Die Lautstärke passt ihr dann über den Drehregler mit dem Level an. Und das ist natürlich dann immer abhängig, spielt ihr nur bei euch zu Hause und sonst um euch herum ist es relativ leise oder mitten im Club müsst ihr natürlich mehr aufdrehen. Ist selbsterklärend. Ihr habt dann noch einen Mono-Split-Button oft noch. Den könnt ihr drücken, damit im Prinzip das Audiosignal vom Master-Output aufgetrennt wird. Das heißt also, ihr bekommt auf der einen Seite den Mix, den man draußen hört schon und auf der anderen Seite die Musik, also den Track, den ihr gerade vorhören möchtet. Das eignet sich vor allem beim Beatmatching, weil ihr dann hier sehr gut unterscheiden könnt, was von welchem Track denn kommt, wenn ihr die Tracks eben aneinander anpassen möchtet. Der Q Master Mix Regler, der stellt dann noch ein, wie groß der Anteil von dem Master-Output eben sein soll, den man draußen schon hört, auf euren Kopfhörern im Verhältnis zu dem Track, den ihr eben gerade vorhört. Hier ist es eben nicht so, dass das Signal getrennt ist, links, rechts, sondern eben beide Signale sind auf beiden Ohren. Aber es geht eben darum, um das Verhältnis. Welcher Track ist im Prinzip wie laut?
Üblicherweise werdet ihr es eher so machen, dass der neue Track, den ihr gerade vorhört, etwas lauter sein wird als der Master-Output. Ja, dann Effekte gibt es natürlich auch noch bei Mischpulten, aber nur bei digitalen. Bei analogen müsst ihr dann auf ein externes Effektgerät zurückgreifen, zu dem wir ja auch noch kommen. Und klar, da kommt es natürlich drauf an, welche Effekte eingebaut sind. Das können wir jetzt ja pauschal nicht so sagen. Da gibt es Mixer, die haben ein paar wenige, andere haben extrem viele, noch mit vielen Funktionen. Dazu dann aber eher noch in der Effektlektion und beim wirklichen Hands-on in der Praxis mehr. Üblicherweise hat man dann noch einen eingebauten Beat-Counter. Das heißt, der synchronisiert dann sozusagen die Effekte mit dem Track. Passt sie also genau darauf an, dass es eben schön auch passt. Und dann ist auch vor allem wichtig, dass ihr die Effekte wohl dosiert einsetzt. Denn Effekte können schnell nerven. Die Leute wollen ja in erster Linie meistens auch den Originaltrack hören. Und ihr setzt dann eher mit den Effekten halt noch ein i-Tüpfelchen. Aber auf jeden Fall schaut, dass ihr hier eben nicht übertreibt. Denn sonst sind die Gäste genervt. Nutzt es eher zur Spannung, eben zur Abwechslung mal, um ja, das Ganze eben mehr aufzupeppen. Wenn ihr dann noch eine coole Funktion habt, die leider nicht bei allen Mixern eingebaut ist, dass ihr die Effekte auf einzelne Frequenzbereiche jagen könnt, dann ist es auf jeden Fall noch ein sehr cooles Feature. Denn hier ist es zum Beispiel so, dass ihr oft beim Echo oder Delay möchtet ihr vielleicht eher die Mitten oder die Höhen noch beeinflussen, aber die Tiefen nicht, damit halt nicht so ein undefinierbarer Bassbrei entsteht. Und dann ist es eben cool, wenn ihr wirklich auch auswählen könnt, auf welche Frequenzen des Audiosignals soll denn dieser Effekt wirken. Müsst ihr dann üblicherweise über Buttons eben aktivieren und das ist eben eine tolle Möglichkeit, die Effekte noch zielgerichteter einzusetzen. Ihr solltet genauso wie der Filter auch nicht einfach blind die Effekte auf alle Decks oder eben den Master Output jagen, sondern schaut auch hier, dass ihr das wohl dosiert und überlegt eben einsetzt. Denn wenn ihr zum Beispiel eine coole Melodie habt, die ihr eben mit einem Echo und einem Delay oder so nochmal ein bisschen aufpeppen möchtet, dann macht es sehr wenig Sinn, wenn zum Beispiel auf einem anderen Deck gerade noch ein Track läuft, dass ihr den dann auch mit verzerrt. Effekte eignen sich dann vor allem eben auch in Breaks oder in ruhigeren Phasen, eben zum Beispiel mit viel Melodie oder wenn ihr coole Percussions habt, die ihr noch ein bisschen aufpeppen möchtet. Im Prinzip, es kommt natürlich immer auch auf den Effekt drauf an. Normalerweise ist es ja eben auch so, dass der Main-Part von einem Track schon sowieso sehr voll geladen ist, sehr intensiv, energetisch ist und es dann auch zu viel wäre, da auch nochmal einen Effekt drüber zu legen. Die Reihenfolge, wie ihr im Prinzip einen Effekt aktiviert, ist diese. Ihr werdet euch dann erstmal entscheiden, auf welchen Kanal soll denn der Effekt laufen, eben vielleicht Master oder nur einzelne Decks. Dann wählt ihr den Effekt aus, welchen möchtet ihr einsetzen, ganz klar. Dann kontrolliert ihr am besten noch die BPM, dass das Ganze eben wieder synchronisiert ist, dass es aufeinander abgestimmt ist. Ihr passt das Ganze mit der Zählzeit und eben dem Time-Regler an. Ihr könnt ja dann eben noch individuelle Einstellungen vornehmen, das sehen wir alles in der Praxis. Und dann stellt ihr auch noch ein, wie intensiv der Effekt wirken soll. Oft startet man eben bei der Nullposition, dass man noch nichts hört oder noch kein Effekt da ist. Und man geht dann mit einer Steigerung sozusagen immer mehr in den Track rein. Ab und zu ist es aber auch so, dass man direkt schon bei einer bestimmten Intensität startet. Eben das werdet ihr dann einstellen. Anschließend aktiviert ihr den Effekt, sei es jetzt über einen Button oder wie auch immer. Und dann, wenn er läuft, könnt ihr natürlich immer noch weiter bearbeiten, das Ganze weiter manipulieren, wenn ihr möchtet. Außerdem eine Funktion, die ihr eventuell noch habt, ist, dass ihr zwischen Pre-Fader und Post-Fader-Effekten wählen könnt. Bei Pre-Fader ist es eben so, dass wenn der Line-Fader abgesenkt wird oder eben auch beim Cross-Fader gewechselt wird, das Deck, dass dann mit der Deck-Lautstärke im Prinzip auch eben der Effekt weg ist. Bei Post-Fader, also Post heißt ja immer danach, ist es so, dass ihr zum Beispiel auch den Track stoppen könntet, dass also gar keine Musik mehr kommt sozusagen,
aber der Effekt klingt dann noch aus. Falls ihr diese Funktion nicht direkt eingebaut habt, dann könnt ihr das eben eventuell umgehen, indem ihr hier mit dem Crossfader, dem Gain-Regler oder dem Line-Phono-Schalter arbeitet, dass ihr den halt umswitcht. Dazu aber auch in der Praxis dann noch mehr, das ist so ein kleiner Kniff. Und ja, so schaut ihr dann einfach mal, wie ihr die Effekte am besten einsetzen könnt. Weitere coole Funktionen des Mixers sind zum Beispiel das Mikrofon, denn ganz klar gehört es natürlich zum DJing dazu, hatten wir vorhin schon. Ausführliche Sachen gibt es natürlich dann auch noch in der Mikrofonlektion. Hier kurz zu den Bedienelementen am Mixer. Ihr werdet da bei manchen Mixern einen EQ finden, bei dem ihr eben dann im Prinzip ja eure Stimme schön anpassen könnt an die Location oder eben auch, wenn ihr eine sehr tiefe Stimme habt, dass ihr vielleicht die Tiefen ein bisschen rausnehmt, dass man euch besser versteht und so weiter. Eben dazu alles noch später. Außerdem gibt es die Talkover-Funktion, sehr nützlich. Denn hier wird jedes Mal, wenn ihr etwas in das Mikrofon reinsprecht, automatisch die Lautstärke herabgesetzt, eben von der Musik, ganz klar. Und so müsst ihr das Ganze nicht mehr manuell machen. Ansonsten müsstet ihr ja immer über die Musik drüber schreien und das wollen wir natürlich nicht. Außerdem, klar, könnt ihr das Ganze eben noch an- und ausschalten, je nachdem, ob ihr es benutzen möchtet oder nicht. Und was auch noch sehr, sehr lässig ist, findet ihr wahrscheinlich verstärkt dann eher nur an Battle-Mixern, ist, dass ihr noch eigene Effekte, wie zum Beispiel ein Echo, eben nur allein für das Mikrofon habt. Das ist natürlich sehr hilfreich, wenn ihr halt zum Beispiel wirklich dauerhaft oder regelmäßig eben genau diesen Effekt für euer Mikrofon verwenden möchtet, dann müsst ihr dafür nicht, blöd gesagt, den Effekt vom Mixer an sich, eben der auch auf die Decks geht, dafür opfern, weil der müsst ihr dann immer auf diese Einstellung laufen und so könnt ihr da dann noch andere Einstellungen einstellen. Außerdem einige Mixer haben ein Display. Das kann zum Beispiel sein, dass dann hier die Wellenform von eurer Software darauf gespiegelt wird im Prinzip, dass ihr da eben noch einen cooleren Workflow habt. Oder es kann zum Beispiel sein, dass ihr ja, ein Effektpanel angezeigt bekommt, das ihr manipulieren könnt, was uns gleich wieder zum nächsten Punkt führt, nämlich dem Touchpad. Hier könnt ihr dann zum Beispiel Menüsteuerungen vornehmen, Einstellungen. Ihr könnt eben Effekte zum Beispiel besonders gut ja, bearbeiten, manipulieren. Das sind auf jeden Fall auch coole Features. Außerdem haben manche Mixer einen Sampler eingebaut. Das heißt, ihr nehmt eben kleine Schnipsel von eurem Output auf, könnt das dann ja, klar speichern eben und als Loop immer wieder abfeuern oder eben auch dauerhaft abspielen. Und das Ganze natürlich auch manipulieren. Außerdem haben viele Mixer einen Beatcounter, der zeigt entweder durch manuelles Tippen immer auf einen Button die BPM an, die ihr gerade eben am Laufen habt und passt dann daran die Effekte an oder macht das Ganze sogar automatisch, das ist natürlich dann noch lässiger. Außerdem haben einige Mixer eine BPM-LED-Anzeige, die immer bei jedem Schlag dann aufleuchtet und euch so dann natürlich optisches Feedback über die Taktschläge gibt. Und das hilft euch dann natürlich auch, die Tracks zu synchronisieren. Ja, kommen wir dann noch zum Schluss zu den Anschlüssen. Und zwar findet ihr da an der Vorder- oder Oberseite die Kopfhörer. Die sind natürlich ganz klar elementar zum Vorhören. Gibt es hoffentlich bei eurer Ausführung zwei Anschlüsse und zwar eben den 3,5 mm Klinke, also ganz normaler Kopfhöreranschluss, wie es auch fürs Handy gibt und so weiter, aber eben auch den 6,3 mm, also den großen Bruder. Und wenn ihr dann noch PFL dort findet, dann steht das für Pre-Fade Listening. Ja, eben hoffentlich zwei, denn so kann zum Beispiel auch ein DJ-Kollege noch mithören. Oder zum Beispiel, vielleicht habt ihr ja den Adapter vergessen, den 6,3 mm Klinkenadapter. Das ist auf jeden Fall ein Klassiker. Dann wäre es natürlich gut, wenn der 3,5 mm Klinkenanschluss noch frei ist oder es überhaupt diesen gibt, dass ihr trotzdem vorhören könnt. Auf der Rückseite findet ihr natürlich die meisten Anschlüsse, einen ganzen Haufen. Könnt ihr euch ja in Ruhe dann nochmal anschauen und sehen wir dann natürlich auch nochmal beim Hands-On. Und zwar der Master Output. Eben für die PA, für draußen ganz klassisch, ist am besten XLR.
denn das gibt es ja auch als symmetrisches Kabel, dazu in der Kabellektionen mehr. Oder gibt es aber auch eben als 6,3 mm Klinke oder Cinch. Dann der Booth, die Monitorboxen eben für euch am DJ-Pult, läuft dann über Cinch oder 6,3 mm Klinke üblicherweise. Ihr habt die einzelnen Channel, also die Decks, bei denen könnt ihr dann eben Phono für Turntables benutzen, also die Cinch-Anschlüsse, die mit Phono versehen sind, oder ihr benutzt CD-Line für digitale Geräte. Der Unterschied ist hier, dass beim Phono-Anschluss eben noch ein Vorverstärker verbaut ist, der das Signal eben verstärkt. Und bei digitalen Geräten wie zum Beispiel einem CD-Player passiert das Ganze schon im CD-Player, weswegen man das nicht mehr braucht. Die gibt es dann eben als Cinch- oder Digitalanschluss. Außerdem habt ihr noch den XFX als Send- und Return-Kanal. Das heißt, hier könnt ihr dann eben euer externes Effektgerät anschließen. Eben schleift dann den Sound aus dem Mixer raus durch das Effektgerät und wieder rein. Deswegen Send und Return. Und das Ganze könnt ihr dann noch die Intensität eben per Dry and Wet Regler einstellen üblicherweise. Oder eben mit Levelmeter. Und das Ganze funktioniert über einen Cinch oder 6,3 mm Klinkenanschluss. Außerdem finden solltet ihr an der Rückseite eine Ground-Klemme oder auch Erdungsschraube genannt. Die sorgt für den Potenzialausgleich zwischen dem Turntable und dem Mixer, dass es hier eben nicht zu Spannungsunterschieden kommt. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr das macht. Und viele moderne Mixer haben heutzutage auch noch einen Link-Anschluss, also einen LAN-Anschluss. Da könnt ihr dann den CD-Player und den Mixer zum Beispiel über einen Switch verbinden oder eben auch direkt. Dann finden wir auf der Rück- oder Oberseite noch einen USB-Typ-B-Anschluss. Ganz klassisch eben könnt ihr dann einfach den Mixer mit eurem Computer verbinden, wenn er zum Beispiel MIDI-Funktionen hat. Dann werdet ihr vielleicht noch einen klassischen USB-Anschluss finden. Der bietet dann die Möglichkeit, einen MIDI-Controller anzuschließen oder ein Mobile Device für Effekte, zum Beispiel wie ein Tablet oder ein Handy. Da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Außerdem an der Oberfläche üblicherweise eben oder hinten das Mikrofon in Form eines XLR- oder 6,3 mm Klinkenanschlusses. Dann habt ihr außerdem noch den Record-Anschluss, da könnt ihr dann eben euer Set zum Beispiel aufzeichnen und das wird üblicherweise über Cinch geregelt. Wichtig ist hierbei eben, dass man die Lautstärke des nicht wie beim Master oder beim Booth-Ausgang durch den Drehregler einstellen kann. Die Lautstärke ist halt die Lautstärke. Dann natürlich ganz klar gibt es auch noch den On- und Off-Schalter. Hinten normalerweise keine spektakuläre Funktion, aber ganz wichtig, dass wir das hier nochmal betonen, solange die PA läuft, also eben laut ist, an ist noch, solltet ihr den Mixer niemals ausstellen, denn beim Ausschalten wird im Prinzip ein Schlag sozusagen losgelassen, ein lauter Knallton und wenn dann die PA noch voll aufgedreht ist, dann kann es schon mal sein, dass die wirklich beschädigt wird und natürlich auch das Gehör der Leute, die noch da sind. Deswegen ganz wichtig, erst die PA aus und dann den Mixer. Ja, das war es jetzt erstmal dann zur Theorie. Das war jetzt natürlich ein ganzer Haufen. Ihr werdet das Ganze jetzt dann noch in der Praxis sozusagen, in der Hands-on-Lektion, in der zweiten Hälfte nochmal genau an verschiedenen Geräten alles erklärt bekommen und sehen uns dann eben in der Praxis wieder.